Eine wunderbare Mittagsstunde, das wünsche ich Ihnen allen hier bei uns im Vortragssaal C auf der Bestmesse in Wien. Also Sie würden schon sagen, dass man sozusagen, also nicht nur das theoretische Wissen ist wichtig, sondern auch rauszugehen und zu schauen, aha, das würde also in der Praxis Anwendung finden. Ja, ja. Weil in der Realität arbeitet man ja dann mit Menschen zusammen, dann geht es darum, jemand sagt ja, das und das müsste gemacht werden oder wir sind an dieser Fragestellung interessiert, dann muss man mal kommunizieren, auf denselben Punkt kommen, also das ist wahnsinnig viel Diskussion beinhaltet. Also ich hätte mir das früher, glaube ich, nicht gedacht, dass das so viel diskutiert wird im naturwissenschaftlichen Bereich, auf Konferenzen und... Aber diskutiert also mit möglichen Auftraggebern aus der Wirtschaft oder auch unter Kolleginnen und Kollegen? Unter Kollegen. Also, das heißt, also es ist nicht so, dass man im Eckerl sitzt und dann rechnet und es für sich behält oder so, sondern man spricht sehr viel darüber, ist es so oder kann das, man versucht immer Modelle zu finden für Phänomene, die man beobachtet oder wie man Sachen beschreiben kann, mathematisch dann auch. Kommuniziert man dann nur Uni intern oder ist es schon was Größeres? Also gibt es auch Projekte, wo man sich sozusagen wieder via Videokonferenz oder so zusammenschließt oder über Plattformen im Internet einfach, wo man miteinander rechnet quasi? Also Plattformen, wo man miteinander rechnet, ist seltener. Aber es ist eher so, dass man dann auch via Skype Konferenzen hat und so, weil Professoren und Arbeiter dann auch sehr viel herumreisen zu den Experimenten und dann, ja. Aber das kommt dann extrem darauf an, in welchem Gebiet man ist zum Beispiel. Ob die Experimente an derselben Universität gemacht werden können oder ob man an Facilities fahren muss direkt, um Experimente zu machen. Weil Sie sagen, da muss man schon selber dahinter sein, dass man zu diesen Experimenten kommt. Also das ist nicht etwas, wo die Uni quasi einen Service bietet und jetzt nimm mal, sondern... Nein, aber ich glaube, das merkt man sehr schnell, dass es nicht so ist beim Studieren. Okay, also das ist schon aus Ihrem eigenen Antrieb heraus. Ja. Okay, und es macht aber auch Spaß, wie man sieht. Ja, also man muss auf jeden Fall trotzdem immer geduldig auch sehr sein, weil Sachen nicht immer sofort funktionieren und dann in der Regel ist es so, dass Sachen nicht funktionieren eigentlich und dann braucht man die Geduld und die Kreativität, um auf die möglichen Lösungen zu kommen. Ja. Sie haben gesagt, im ersten Abschnitt ist vor allem Mathematik. Mhm. Was kommt dann auf Studierende zu? Nach der Mathematik, mehr Mathematik. Nein. Also den ersten Abschnitt habe ich als sehr theoretisch empfunden. Dann später hat man dann nicht mehr so viel zum Rechnen und zum Üben. Da hat man dann mehr und mehr Praktika, was gut ist. Weil im Endeffekt arbeitet man ja nicht, also man als Experimentalphysiker arbeitet man hauptsächlich dann im Labor und untersucht Systeme und versucht auf neue Sachen zu kommen. Und das oberste Ziel ist, Nobelpreisträgerin zu werden. naja, oder? Wäre immer schön. Okay, aber jetzt einmal Doktoratsstudierende, warum wollten Sie das Doktorat draufsetzen? Weil mir die Arbeit Spaß gemacht hat. Ich habe die Diplomarbeit in einem anderen Bereich gemacht, das habe ich in der Kernphysik, Isotopenforschung gemacht. Und da ist es so, dass man immer oft so große Facilities braucht, einen Beschleuniger, wo man die Arbeiten durchführen kann. Und das wollte ich dann nicht, dann gab es nur noch eine Handvoll Orte im Endeffekt, wo man dann wirklich die Sachen machen konnte. Und man macht dann trotzdem nur einen kleinen Teil, weil die Sachen schon so groß sind. Und deswegen bin ich dann zur Quantenoptik gegangen, weil da hat man seinen Tabletop, seinen Tisch mit ganz vielen Elementen, Laser, Spiegel. Und man macht das alles selber. Also man stellt alles ein und misst dann die Sachen, aber man hat, wenn was nicht passt, dann kann man die Schuld bei sich suchen und das lösen quasi. Es ist nicht so, dass irgendwer anderer dort irgendwas dann schlecht gemacht hat oder... Wenn Sie gefragt werden beim Ausgehen, und was machst du? Wie reagiert das Umfeld? Meistens sehr überrascht, aber positiv. Weil die meisten dann doch nicht erwarten, dass man jetzt Physik studiert. Aber sie sind dann meistens interessiert. Zweite Möglichkeit ist dann immer, dass sie sagen, oh, Mathe, das war ganz furchtbar in der Schule, das mochte ich nie. Oder Physik, das habe ich nicht verstanden.
Also diese zwei Möglichkeiten gibt es dann. Wissen Sie auch über Informatik und Naturwissenschaften? Also wenn Sie Studierende erleben auch, was die da so machen und warum es wirklich Spaß macht, in diesen Bereichen auch zu studieren? Ich weiß, dass es ganz viele Informatikstudenten gibt. Und es liegt auf der Hand, dass in unserer heutigen Zeit, dass es auch wahnsinnig viele Jobmöglichkeiten gibt in diesen Fächern, weil Computer immer wichtiger geworden sind. Und ich glaube, es macht den Leuten auch Spaß, weil sie da in Wahrheit viel Freiheit auch haben, auch zu programmieren. Also man kann da schon noch seine Kreativität auch einfließen lassen. Also ich habe schon mehrere ITler hier auf einer Bestbühne auch gehabt. Die sind wahnsinnig kindisch, aber im positiven Sinne, und das müssen sie auch sein. Sie spielen gerne. Ja, genau. Ja. Also im Sinne von, sie haben auch Lust, Lösungen zu entwickeln eben. Und das ist ja auch schon so ein Antrieb. Ich nehme an, also auch in Ihrer Richtung, dass das schon auch ein großes Motivationstriebwerk ist. Ja, schon. Also man ist da nicht zufrieden, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Man will dann wissen, ja, aber das müsste doch gehen. Und dann sitzt man dort und, vielleicht wenn ich das verwende oder wenn ich das. Und dann, es macht Spaß, sich das einfach so, weil man ist dann, je breiter die Vorstellungskraft ist, desto mehr Möglichkeiten findet man ja auch in Wahrheit, wie man etwas umsetzen könnte. Und das macht schon sehr viel Spaß, ja. Das heißt, Sie beschäftigen sich also nicht nur im Studium mit Physik, sondern auch privat. Sie lesen viel oder kommunizieren viel auch, oder ja. Suchen auch Kreise, wo Sie sich austauschen können. Ich habe sehr viele Freunde gewonnen durchs Studium auch und da spricht man schon noch sehr viel über Physik, ja. Haben Sie auch ein Auslandssemester gemacht irgendwo? Ja, in Barcelona. In Barcelona, wow. Wie war das? Wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann Auslandssemester nur weiterempfehlen, weil man ist das erste, also ich bin hier aufgewachsen und habe hier auch studiert, das heißt, wenn man dann das erste Mal draußen ist, ist es total befreiend und man kann einfach das Leben ein bisschen genießen. Eine neue Sprache lernen und viele neue Leute kennenlernen und man muss oft dazu sagen, dass das Studium dann nicht die höchste Priorität hat, sondern alles rundherum einfach auch total wichtig ist und das ist gut so. Würden Sie auch sagen, dass man auch einmal, wenn man mal weg ist, auch einen eigenen Blick auf die eigene Uni ein anderer wird, vielleicht ein dankbarerer oder man lernt einfach auch in anderen Kulturen, dass anders gearbeitet wird, kann ja auch sein. Ja, beides. Also man sieht, was ist ein Standard auf der einen Uni oder auf der anderen Uni, wie wird unterrichtet, das ist auch total unterschiedlich, wie die Art ist, Sachen beizubringen, wie Praktika aufgebaut sind, unterscheidet sich sehr stark. Ja. Wo wollen Sie hin, wenn Sie Physikerin sind, Doktorin in Physik? Die Frage werde ich mir stellen müssen in den nächsten Monaten immer mehr, weil ich, wenn ich fertig bin mit dem Doktorstudium, werde ich nach einem Job suchen, entweder in der Wissenschaft oder in der Privatwirtschaft. Okay, aber zuerst einmal ist das Ziel, fertig zu machen. Ja. Okay, als Sie damals als junges Mädchen, junge Frau beschlossen haben, in die Physik zu gehen, ist das was Sie aus Ihrem Elternhaus schon kennen oder dort eben Unterstützung gefunden haben oder ist das ganz was Neues, wo Ihre Eltern aus so allen Wolken gefallen sind? Also ich kenne niemanden aus der Familie, der Physik studiert hat. Mein Papa ist Baumeister und meine Mama ist im kulturellen Bereich tätig. Also es ist eher überraschend gekommen, glaube ich. Ja. Aber ich nehme an, jetzt sind Sie mega stolz auf Sie. Ich glaube inzwischen, ja. Okay, wenn also junge Menschen, und hier auf der Bestmesse gibt es eben ganz, ganz viele, die auf der Suche sind nach einer Möglichkeit, wie es weitergehen soll nach der Matura, was aus Ihrer Sicht ist wichtig, damit man zum Beispiel auch in diesen MINT-Fächern glücklich wird auch, denn es sind Fächer, die einfach wahnsinnig Zukunft haben. Die Wirtschaft braucht Technikerinnen, ITler und vor allem auch Frauen sind heiß begehrt, damit sie da so ein Gespür kriegen, dass sie doch dort richtig sind, obwohl sie sich vielleicht im Vorfeld gar nicht zutrauen. Ich weiß nicht, vielleicht man entwickelt auch einen Spaß dafür, eben sich mit Sachen zu beschäftigen. Das ist man aus der Schule vielleicht noch nicht so gewohnt, weil man immer alles sehr oberflächlich eigentlich so. Man hat so viele Fächer, dass man nie in die Tiefe gehen kann. Und man merkt, dass wenn man doch in die Tiefe geht und an den Sachen arbeitet, dass sich da viele
interessante Sachen auftun. Und ich glaube, wenn man eben dann so einen Antrieb bekommt, dann ist das was Schönes. Und auch wenn man Spaß daran hat, neue Sachen kennenzulernen. Ist das auch für Sie jetzt ein Antrieb? Ich meine, Sie können eben erforschen Neues, können möglicherweise irgendwas entdecken, was es noch gar nicht gegeben hat, oder auch Innovationen dadurch auslösen, oder vielleicht oft geschehen ja Dinge so im Nebenbei. Gell? Ist das auch was Sie reizt einfach? Also dieses sich auf den Weg machen, neugierig sein? Ja, total. Also das neugierig sein, so, was ist das und wie funktioniert denn das jetzt genau und was kann ich da machen, das gehört dazu, ja. Okay, haben Sie als kleines Mädchen Ihre Spielsachen immer alle zerlegt? Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, aber das muss nicht ausschlaggebend sein dafür, dass man sich in diesen Bereichen zurechtfindet und wohlfindet auch. Die Mitstudierenden, werden das immer mehr Frauen oder sind es doch großteils Männer? Also vor allem zu Beginn des Studiums, glaube ich, sind schon einige Frauen dabei, definitiv. Also bei uns waren es, glaube ich, sogar 40%. Ich hatte überhaupt Glück, wir waren irgendwie so eine Gruppe, da waren wir fast gleich viele Mädels wie Burschen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es mehr werden, ja. Okay, und es können auf jeder Zeit garantiert mehr sein. Oh ja. Das wünscht sich nicht nur die Wirtschaft, das wünschen sich auch die Universitäten und die Fachhochschulen. Liebe Katrin Butzak, ich darf Ihnen jetzt eine kleine Überraschung bereiten, denn ich darf im Namen vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ein kleines Präsent überreichen, denn Sie sind hier freiwillig auf der Bestmesse als Auskunftgeberin und Sie kriegen ein Buch, und zwar Wissenschaftsbuch 2014, das verfasst ist von Florian Freistetter, und einen USB-Stick, den darf ich Ihnen hiermit überreichen. Danke vielmals fürs Kommen. Toi, toi, toi für die Beendigung des Doktoratsstudiums. Dankeschön. Und schauen Sie sich die junge Frau gut an. Möglicherweise haben wir hier eine Nobelpreisträgerin irgendwann einmal sitzen gehabt. Danke vielmals und alles Gute. Dankeschön.